Standest du schon einmal vor dem Spiegel und dachtest, warum kann ich nicht so aussehen wie all die Influencer auf Social Media? Dank Snapchat, TikTok und Instagram entwickeln immer mehr Jugendliche und junge Erwachsene Komplexe. Doch inwiefern beeinflussen diese unsere Selbstwahrnehmung und was hat das für Folgen? Das ist eine der unterschätztesten Kalorienbomben. Im Durchschnitt ist jeder Jugendliche etwa 3,5 Stunden pro Tag auf Social Media. Da vor allem Teenager in der Pubertät noch kein gefestigtes Selbstbild haben, werden sie von der körperlichen Selbstinszenierung von bekannten Influencern in Videos oder Posts am meisten beeinflusst. Durch die dauerhafte Konzentration auf das Nachahmen von bestimmten Körperbildern können Jugendliche unsicher werden und eine ernste psychische Krankheit wie zum Beispiel eine Essstörung oder eine dysmorphische Wahrnehmung des Körpers entwickeln. Studien besagen, dass es einen Zusammenhang zwischen persönlicher Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper und den hohen Medienkonsum gibt. Haben Sie das Gefühl, dass sich die Selbstwahrnehmung von Jugendlichen, die viel Zeit auf Social Media verbringen, verschlimmert? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass das Gefühl, was ich habe, wenn ich Schüler auf dem Schulhof sehe, wenn ich sehe, wie abhängig sie teilweise von ihren Handys, von ihren Social Devices generell halt sind, dass es schon in eine extremere Richtung geht und dass man sich natürlich da schon in gewisser Weise schon sehr stark von beeinflussen lassen kann. Hat das Auswirkungen auf die mentale Gesundheit? Ich bin jetzt kein Mediziner oder ich bin auch kein Psychologe, aber ich glaube schon, dass der Druck, der dadurch entsteht, gesellschaftlich, gruppenbezogen, schon die mentale Gesundheit beeinflussen kann. Auch bekannte Shows wie zum Beispiel Germany's Next Topmodel sind Antriebe für eine ungesunde Körperverstellung und normalisieren eine Ausnahmeerscheinung, was das Risiko erhöht, dass Kinder und Jugendliche die verzerrte Medienrealität als Wirklichkeit ansehen. Neben Fotos können auch Videos mit Bearbeitungsprogrammen verändert werden, sodass sie sehr realitätsgetreu aussehen und man nicht mehr unterscheiden kann, was echt und was fake ist. Eine weitere Gefahr in naher Zukunft ist, dass man mit künstlicher Intelligenz eine falsche Realität erschaffen kann. Durch all diese Mittel kann es passieren, dass man sich gezwungen fühlt, Sport zu treiben, ohne eine Diät anzufangen. Diese Diäten führen oft dazu, dass Kinder und Jugendliche eine Essstörung entwickeln oder in eine Sportsucht verfallen. Essstörungen wie beispielsweise Anorexie oder Bulimie können ernsthafte Folgen für die körperliche Gesundheit haben. So kann beispielsweise eine Mangelernährung einen Nährstoffmangel hervorrufen, was beispielsweise für die Knochen, Osteoporose, also Knochenschwund und Brüche der Knochen hervorrufen kann. Aber die Herzgesundheit kann natürlich auch darunter leiden. So kann der Herzrhythmus niedriger werden, der Blutdruck kann niedriger werden, was Langzeitschäden des Herzens hervorrufen kann. Eine Essstörung ist allerdings nicht nur körperlich ein Nachteil, oder macht nicht nur körperliche Beeinträchtigungen, sondern eben auch soziale und psychische Gesundheit kann davon beeinträchtigt werden. Die Kinder und Jugendlichen empfinden ihre Körper als mangelhaft. Durch Social Media werden diese dann auf gesundheitsgefährdende Angebote, welche Essstörungen bewerben, aufmerksam. Ein gutes Beispiel dafür ist die Skinny Girl Challenge, bei der Essgestörte ihre dünnen Körper zur Schau stellen und versuchen, die dünnste Taille, Handgelenke, Oberschenkel oder Waden zu haben. Farbenlosende Abkürzungen wie Pro-Anna oder Pro-Mia glorifizieren ein krankhaftes Schlankheitsideal. Die Gegenbewegung Body Positivity, in der sich UserInnen ohne Schminke und Filter zeigen, verbreitet sich in den Medien immer mehr. Sie versucht, ein neues Verhältnis zum Körper herzustellen und ist gegen Vergleiche und Perfektionismus positioniert. Body Positivity soll Kindern und Jugendlichen dabei helfen, ein realistisches und gesundes Körperbild zu entwickeln und ihre Körper so zu akzeptieren, wie er ist. Denkt daran, dass sich alles auf Social Media der Realität entspricht und dass man sich deswegen nicht davon beeinflussen lassen sollte. Die Individualität des Menschen ist das, was uns einzigartig macht.